Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOverCast und heute springe ich mal ins Flugtaxi. Vor ein paar Tagen fand erstmals in einer europäischen Innenstadt ein Flug des Flugtaxis Volocopter statt. Das vom gleichnamigen Bruchsaler Startup entwickelte und gefertigte Flugtaxi bietet Platz für zwei Personen und ein bisschen Gepäck und die Bedeutung vom Mercedes-Stern macht weiterhin Sinn. Zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft, denn Daimler unterstützt mit einer Beteiligung an der Volocopter GmbH die Entwicklung innovativer Mobilitätsprodukte und Services. Mit dem Flugtaxi wird aus dem Traum vom Fahren der Traum vom Fliegen. Auch bei Daimler arbeitet man an der Mobilität der Zukunft bis zum Jahr 2022, soll das gesamte Mercedes-Portfolio unter Strom gesetzt werden und bereits im Jahre 2030 sollen Autos mit Elektroantrieb mehr als die Hälfte der Verkäufe ausmachen. Auch der Volocopter ist rein elektrisch angetrieben. 9 Wechselbatterien versorgen die 18 Motoren mit Energie. Die Batterien könnten so nach jeder Landung gegen vollgeladene Akkus ausgetauscht werden. Doch wie sieht die Partnerschaft zwischen Volocopter und Daimler aus? Florian Reuter, der CEO der Volocopter GmbH, weiß Antworten. Also wir haben es geschafft, diese Partnerschaft so aufzusetzen, dass wirklich beide Seiten enorm davon profitieren. Zum einen mal natürlich durch die Glaubwürdigkeit, die wir durch das Backing von Daimler erreichen. Auch das persönliche Engagement eines Dieter Zetsche oder eines Ola Källenius kriegen wir sehr viel Glaubwürdigkeit, dass das, was wir hier tun, Hand und Fuß hat und tatsächlich auch zu einer relevanten Technologie im relevanten Markt führen kann. Zum Zweiten haben wir einen extrem intensiven Technologieaustausch. Unser neues Produkt, der VoloCity, wurde gemeinsam mit Mercedes-Benz Design ausgelegt. Das ist natürlich eine riesen Begeisterung, auch bei uns im Team dann mit dem Daimler Design-Team da zusammenzuarbeiten. Das heißt also, wir haben verschiedene technologische Aspekte, wo wir uns sehr, sehr gut austauschen. Und nicht zuletzt profitieren wir natürlich auch gemeinsam von dem Marketing-Effekt, den wir gemeinsam erreichen können. Rein elektrisch von A nach B schweben. Die aktuellen Volocopter schaffen derzeitig Distanzen von bis zu 35 Kilometer. Die Batterien könnten innerhalb von 5 Minuten gewechselt werden und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Tempo 110 km/h. Doch wie sieht es aus mit dem Thema Sicherheit? Am Ende des Tages muss es brutal sicher sein, damit jeder von uns auch tatsächlich im Alltag nutzen möchte. Es wird sogar noch deutlich sicherer sein als ein Auto. Wenn wir uns heute die Unfallstatistiken angucken, ist die Luftfahrt ja schon sehr gut aufgestellt und unsere Anforderungen sind mindestens so hoch, wie die an die heutige Luftfahrt gestellt werden. Entsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass wir bei der nächsten Veranstaltung, wenn dann jeder auch mal mitfliegen kann, tatsächlich auf einem guten Weg zur Einführung dieser Technologie dann sind. Ein paar Abmessungen habe ich auch noch für euch. Der Volocopter ist 2,50 Meter hoch und hat einen Durchmesser inklusive Rotoren von 11,30 Meter. So ein Rotor hat übrigens einen Durchmesser von 2,3 Meter. Und Winfried Kretschmann, das ist der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, war ganz aus dem Häuschen. Ich finde, das ist schon ein tolles Erlebnis. Das ist ja sozusagen ein Pioniertag. Und ich muss sagen, am meisten hat mich eigentlich überrascht, wie leise der ist. Ja, haben gar nicht gehört. Und das ist natürlich bei Fluggeräten wie dem Hubschrauber ja total anders. Und auch die Leichtigkeit, die man da empfindet. Aber auch, dass wir solche Pioniere hier im Land haben, nicht? Das ist schon ein großer Tag und da ist man einfach gut gelaunt. Es ist unglaublich, wie die, wir haben ja harte Wettbewerber. Chinesen des Silicon Valley. Jetzt zeigt man ja, hier im Ländle findet sowas statt. Ja? Das heißt, wir sind ein starkes Land. Ja, hier wird geforscht, hier findet Innovation statt. Hier haben wir viele junge Leute, die sich unternehmerisch fühlen und das dann umsetzen. Ah, das ist schon eine tolle Tradition. Und jetzt gerade auch im Daimler-Benz-Museum, Mercedes-Benz-Museum, das waren ja vor über 100 Jahren auch solche Pioniere. Ja? Und dass dieser Pioniergeist, dieses Tüftlertum, das Wagnis, die Kreativität, dass wir das im Land haben, da sind wir schon mächtig stolz drauf. Und Thomas Strubel, das ist der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württembergs und ganz nebenbei noch stellvertretender Ministerpräsident, hat auch doch direkt ein paar Anwendungsfälle für uns. Wir können natürlich mit dem Volocopter sehr, sehr viele Probleme lösen. Denken Sie einmal an den Verkehr in der Stadt. Ja? Das Automobil klassischer Art droht ja an seinem eigenen Erfolg in der Stadt zu ersticken. Und wenn du in Stuttgart im Stau stehst, man könnte ja gerade in die Luft gehen. Der Volocopter geht in die Luft. Und deswegen kann das zu einer Entlastung natürlich zu innerstädtischem Verkehr, zum Verkehr in die Stadt oder aus der Stadt heraus führen bis hin, und der Gedanke ist mir sofort gekommen, dass ich natürlich als Innenminister an den Rettungsdienst
denke, an den Katastrophenschutz denke, an den Notarzteinsatz denke, wo es ja auf Sekunden ankommt. Und ich bin ganz sicher, auch der Notarztwagen der Zukunft wird ein Volocopter sein. Der Volocopter wird, davon bin ich fest überzeugt, am Ende des Tages autonom fliegen. Also brauchen wir Datensicherheit. Wir müssen uns gegen entsprechende Angriffe, die stattfinden könnten, schützen. Und vielleicht brauchen wir für diesen neuen Luftverkehr auch ein paar Verkehrsregeln, weil Sicherheit spielt natürlich eine Rolle. Wir werden diese Innovation nur nutzen können, wenn die Menschen auch Vertrauen haben. Und sie werden nur Vertrauen haben, wenn wir das hinreichend sicher hinbekommen. Und das müssen wir gemeinsam mit den Unternehmen gewährleisten. So, jetzt natürlich die Frage an euch. Würdet ihr in so einen Volocopter einsteigen? Seht ihr da ein paar Anwendungsfälle? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn nein, dann diskutiert doch mit. Denn immer dran denken, VoiceOver Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao.